Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte euch meinen neuen Bundeswehr-Kampfrucksack in klein vorstellen. Jetzt werden die regelmäßigen Zuschauer feststellen, hä, aber so ein Ding hast du doch schon. Stimmt, so ein Ding habe ich auch schon. Der Unterschied ist nur der, dass der neue eben nicht der neue ist, sondern ein alter Gebrauchter, den ich mir jetzt zugelegt habe. Ich habe es glaube ich als Text irgendwo dazu geschrieben, bei dem Ding erwähnt, wenn ich mir das nächste Mal einen kaufe, oder ich habe es in einem Kommentar geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau, kaufe ich mir einen original gebrauchten, weil das Teil hier eben von Miltec ist und wie der eine oder andere von euch wahrscheinlich auch schon am eigenen Leib feststellen durfte, erstmal sind Miltec-Produkte toll, weil die sind günstig, die haben jede Menge tolles Zeug im Angebot und man hatte auch eine Zeit lang Spaß mit, aber irgendwann sind sie dann auch vergleichsweise relativ bald kaputt. Jetzt ist das hier ein vergleichsweise hochwertiges Produkt, die bauen ja noch billigeren Schrott. Es gibt ja immer die etwas hochwertigere Variante und den Billigschrott-Variante, wo dann Material gespart wurde, wo sie weniger Fäden verwendet haben, um das Ganze zusammenzunähen, habe ich den Eindruck. Ja, den kennt ihr, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, ich verlinke es euch auch unten. Inzwischen ist kaputt. Hier einmal ein bisschen was ab, das ist ja nicht schlimm. Hier einmal ein ganz kleines bisschen was ab, das ist schon gar nicht schlimm. Hier gibt es einen großen Schweißfleck am Rücken. Das stört mich noch am meisten, muss ich sagen. Weil man den Rucksack abzieht und irgendwo hinstellt, das sieht halt schon ein bisschen eklig aus, in Anführungszeichen, für andere Leute, wenn die im Zug neben einem hocken und man stellt einen Rucksack auf den Boden, dann sieht man dieses Ding dann. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen ein bisschen unangenehm sein könnte, dann neben so jemandem zu sitzen. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch paranoid, keine Ahnung. Und die größte Sache, die kaputt ist, ist das hier. Das Polster, was da drin ist, das ist eigentlich noch in Ordnung. Aber das reißt halt jetzt langsam auch immer mehr ein. Man hätte es am Anfang vielleicht noch mal ein bisschen nähen können, aber allzu viel kann ich da nicht machen. Klar, man könnte es jetzt auch mit Panzertape zuwickeln, dann würde es auch noch mal eine Weile halten. Da ging schon noch was, dass das noch Jahre hält, theoretisch. Also zumindest diese Stelle. Aber irgendwann reißt, vermute ich, auch schwer hier oben komplett der Träger ab. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon wahnsinnig kaputt ist, aber so ein ganz kleines bisschen eingerissen ist es schon. Ich mache mir einfach so meine Gedanken, wie lange wird der Rucksack noch halten. Ja, das Zweite, was mich an diesem Rucksack dann jetzt irgendwie gestört hat, ist jedes Mal, wenn ich diesen Aufkleber hier sehe, ne, dass ich dann dran denken muss, dass Miltec halt eben unter beschissenen Bedingungen, wie jeder, der im Osten produziert, produziert, damit es halt eben billig ist und so billig, wie dieses Zeug zum Teil ist, auch wenn der jetzt vergleichsweise teuer gewesen ist. Es gibt ja noch ganz andere Billigprodukte, die dann noch größerer Billigscheiß sind und auch nicht 2 Jahre halten, wie der jetzt bisher getan hat, in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Bei fast täglicher Verwendung, muss man dazu sagen. Also ist es eigentlich echt nicht schlecht, wie lange der gehalten hat. Trotzdem habe ich so ein bisschen meine Probleme damit, wie die produzieren. Ich sage in anderen Fällen dann meistens, dass das von fröhlichen Kinderhänden in sonst wo zusammengenäht worden ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kann für etwas mehr Geld ein Produkt kaufen, das qualitativ bei weitem viel hochwertiger ist. Und für das nicht irgendwelche Arbeitskräfte in ja, sonst wo ausgebeutet worden sind. Ich weiß nicht, wo die genau, in welchem Land die genau produzieren, aber China wird inzwischen schon wieder zu teuer sein, vermute ich. Also wird es wahrscheinlich eher Taiwan oder wo auch immer eben gewesen sein. Jedenfalls garantiert keine guten Produktionsbedingungen. Und das sind so die 2 Gründe, weshalb ich den Rucksack jetzt hier mit ausmustere. Ich behalte den schon noch und werde den vielleicht als keine Ahnung, Transportsack für was auch immer verwenden, irgendwelche Sportsachen vielleicht oder keine Ahnung. Spielt ja auch keine so große Rolle. Oder ich stelle den so in den Wald und habe da irgendwelchen Zusatzproviant drin, den ich mir mal irgendwo auf halber Strecke irgendwie deponieren möchte. Lass ich mir noch irgendwas einfallen. Egal. Ich fühle mich viel, viel, viel wohler, wenn ich eben solche Produkte jetzt langsam aus meinem Ausrüstungsrepertoire aussortiere und lieber Zeug verwende, bei dem ich weiß, dass es halt entweder eine so hohe Lebensdauer, dass wie auch immer es produziert geworden ist, das gerechtfertigt gewesen ist. Oder eben Sachen, von denen ich weiß, die sind gleich unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt worden. Und da kann man sich erstaunlicherweise bei alten Bundeswehrausrüstungsgegenständen gebraucht
sicher sein, weil die sind made in Germany in der Regel oder zumindest in einem German-nahen Land produziert worden und sind von der Verarbeitung her ja wirklich hervorragend. Bundeswehrqualität eben, kann man ja in vielen Kommentaren unter solchen Produkten nachlesen. Es ist halt eben wirklich so, die alten Bundeswehrsachen, die neuen auch zu allergrößten Teilen, haben zumindest halt mal eben die Anforderung gehabt, dass die ewig halten sollen und unzerstörbar sein sollen. Und das funktioniert ja auch. Alte Militärartikel sind unzerstörbar. Und wenn man da was kauft, was gebraucht ist, kriegt man in 90% der Fälle tatsächlich halt eben auch irgendwas, was noch super in Schuss ist. 10% der Fälle sind Müll, aber dafür sind die gebrauchten Sachen halt eben auch billig. Teilweise ist auch mal ein Fleck drin, das ist jetzt hier bei meinem auch der Fall, der ist aber nicht schlimm, den bürste ich mir irgendwie raus und dann ist er weg. Ja, ja, also so viel zur Philosophie, die jetzt dahinter steckt, weshalb ich jetzt den Originalrucksack habe, der eben wirklich von Soldaten getragen worden ist, Original-Bundeswehrprodukt eben gebraucht. Und ich bin wirklich glücklicher mit dem Ding, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir nochmal auf die kleinen Unterschiede zwischen den beiden Dingern zu sprechen, weil hierzu habe ich ja schon ein Video gemacht. Deshalb will ich jetzt nur noch darauf eingehen, was an dem Ding jetzt anders ist. Was ich nicht erwähne, ist genauso wie bei dem. Ja, der wichtigste Unterschied liegt im Material. Das ist nämlich eine Kunstfaser. Das ist ein Nylon-Polyethylen-Mischmasch, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, warum man das überhaupt zu Baumwolle geändert hat. Weil man muss ja sagen, auch der aktuelle Bundeswehrrucksack ist eben dieses Ding hier. Halt nur eben in besserer Qualität. Aber ansonsten ist das der gleiche. Das ist ja ein Nachbau vom aktuellen Modell. Und auch das aktuelle Modell, was die Bundeswehr im Einsatz hat, ist tatsächlich eben Baumwolle mit Beschichtung im Deckelbereich und Beschichtung im Fuß. Und Beschichtung des inneren Innenlebens dieser Seitentaschen plus des Deckels dieser Seitentaschen. Diese Beschichtung ist wasserdicht. Der Rest vom Rucksack, da kann es theoretisch durchregnen, dauert aber ewig, bis das soweit ist, weil es sehr dicke, dicht gewebte Baumwolle ist. Hier haben wir halt eben den kompletten Rucksack aus einem wasserdichten Material. Das ist von der Innenseite her gummiert und zwar überall. Nicht nur an bestimmten Stellen, sondern wirklich überall. Und der ist quasi wasserdicht. So gut wie ganz wasserdicht, sagen wir mal 95% wasserdicht. Es kann durch die Nähte ein kleines bisschen was eindringen. Wenn man den jetzt mit Wasser füllt und aufhängt, dann läuft es ein bisschen raus. Aber für Praxisbedürfnisse ist der definitiv enorm dicht. Da regnet so schnell nicht durch. Da muss man dann schon wirklich tagelang in den Regen hängen. So, was ist jetzt noch anders, abgesehen vom Grundmaterial? Es fehlt eben diese Gummierung am Boden. Das ist optisch meiner Meinung nach ein Nachteil. Das fand ich hier gut aussehend, diesen Farbunterschied. Aber das war es auch schon. Also abgesehen von dem optischen, weil dicht ist er ja trotzdem, weil ja innen gummiert. Vielleicht ist der Boden nicht mehr ganz so extrem dicht wie bei dem Modell, bei dem anderen Modell, aber darauf kommt es ja nun wirklich nicht an. So, dann hat er leider noch die alten Schnallen. Die alten Schnallen sind zwar auch nahezu unzerstörbar und man musste schon wirklich massive Gewalt anwenden, um die kaputt zu bekommen, aber die sind noch irgendwie sehr kompliziert zu knüpfen. Man muss das Band hier sehr kompliziert dadurch wringen, muss man fast sagen. Und wenn man es dann mal fest hat, dann sind die durch keine Macht der Welt mehr zu verstellen. Man müsste jetzt also erst das Ding hier quasi jetzt hier vorne wieder rausziehen, dann da oben ein bisschen anziehen und könnte dann erst die Länge variieren. Das geht relativ lang und ist ziemlich umständlich und ich mache das jetzt aber doch nochmal schnell vor. Also quasi das hier ein bisschen rausziehen, dann kann man hier hinten ein bisschen nachschieben und kann dann da hinten ziehen und dann wird es ein bisschen mehr nach unten gezogen eben. Und dann muss man alles halt wieder anziehen, indem man das da hinten wieder festzieht und dann hat man es ein kleines bisschen enger gemacht. Ist halt erheblich umständlicher als bei allen modernen Rucksäcken, die ein System haben, dass da so funktioniert. So ist fest, knickt man es, kann man es verstellen, zieht man hier dran, kann man es auch verstellen. So ist es aber fest. Das ist natürlich viel besser und das ist halt bei diesem alten Ding nicht.
Jetzt kann man natürlich versuchen, da andere Schnallen nachzurüsten, hat aber den Nachteil, dass die so aussehen müssen, die dürfen kein Ding in der Mitte haben. Und das haben die modernen Schnallen eigentlich fast alle, weil sonst passen die hier nämlich nicht rein, denn die haben hier sowas in der Mitte. Deshalb würde zum Beispiel die Schnallen von diesem Ding da nicht reinpassen. Von der Breite her zwar schon, aber das Teil in der Mitte müsste weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, man kann das Teil in der Mitte auch wegsägen. Vielleicht mache ich das noch. Aber ja, ich bin doch am Überlegen. Wahrscheinlich mache ich es. Aber jetzt so von den Originalschnallen her ist das halt schon ein Rückschritt. Weil die sind halt alte Technik. Blöd. Das ist wirklich besser bei den moderneren Sachen. Ich frage mich besonders deswegen, was das soll, weil beim Tragesystem haben sie nämlich sehr wohl Schnallen, die man eben so verstellen kann. Und auch entsprechend wieder anziehen. So. Also da geht's komischerweise. Bei den Verschlüssen geht's nicht. Und zwar jeder Verschluss eben und alle dieser Schnallen, bis auf die zwei halt eben an den Schulterriemen, sind diese komplizierte Variante, in Anführungszeichen. Und da ist es halt wirklich umständlich. Besonders wenn die fest zu sind und so wie sie geliefert wurden, zusammengemacht sind. Die hier ist nur im Originalzustand, die habe ich jetzt nicht ein bisschen aufgelockert. Da muss man wirklich rumfriemeln, da muss man fast schon mit Werkzeug rangehen, bis man es schafft, hier irgendwie die Länge zu verstellen. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dafür halt eben echt unkaputtbar, dieses Hartplastik. Man kann ja schon allein hören, wenn man es zusammen macht, wie satt das klingt, weil das halt wirklich ein hartes, strapazierfähiges Material ist. Ich bin da ziemlich begeistert von. Im Übrigen auch, sorry, ich stoße dauernd ans Stativ, hier an den Seitentaschen ist es auch wieder nichts anderes. Man könnte also all diese Verschlüsse im Prinzip ein bisschen modifizieren. Theoretisch. Ich bin noch am Überlegen, wie gesagt. Ansonsten glaube ich, dass das Problem mit den Schweißflecken am Rücken bei dem Modell hier auch weniger ausgeprägt sein wird, weil erstens, den haben schon diverse Soldaten getragen und ich sehe keinen einzigen Schweißfleck. Zweitens ist das eben nicht Baumwolle und bleicht durch Schweiß, hoffe ich zumindest, nicht so aus, wie es Baumwolle tut, weshalb da eben auch bei eingeschweißtem Rucksack das jetzt nicht so stark zu sehen sein sollte, wie das beim Miltec-Modell der Fall ist. Entschuldigung, Miltec. Man will ja Miltec nicht beleidigen. Schön finde ich, hier ist jetzt auch der gute alte Klettstreifen für das Namensschildchen dabei. Und ein Unterschied ist auch, dass der Deckel hier aus einem weichen Material ist, weil halt eben die Gummierung der Deckelinnenseite fehlt. So ist nämlich hier der Deckel deutlich ja, fester und formstabiler. Der fühlt sich einfach auch, der ist einfach ein bisschen ja, schwieriger zusammen zu knüllen. Hier kann man so machen. Was meiner Meinung nach wieder gut ist, weil ich habe diesen Rucksack auch gerne als Zweitrucksack im großen Trekking-Rucksack. Und dann kann man ihn nämlich viel besser klein zusammenwursteln, wenn da nicht irgendwelche Versteifungen drin sind, wie das halt eben bei dem Modell wieder der Fall ist. Auch den Boden kriegt man nicht so schön zusammengeknüllt, weil der auch zu fest ist durch eben diesen, in Anführungszeichen, Lederbezug. Das ist nicht wirklich Leder. Das finde ich also eigentlich nur einen Vorteil. Nur optisch fand ich das schöner, mit dem Boden zumindest. So gesehen, das passt sich auch besser der Ausrüstung an, je nachdem, was man drunter hat und was man dann festzurrt, geht das so auch besser. Die D-Ringe zum Material befestigen hat der andere auch. Nur, dass sie hier ein bisschen eckig sind und hier eben rund. Ich weiß nicht, ob das für die Praxis irgendeinen Unterschied macht. Vielleicht. Größe ist identisch. Da hat sich nichts geändert. Volumen ist 25 Liter. Was aber nochmal anders ist, ist, dass hier diese Innentasche, die für die Isomatte gedacht ist, auf der ich sitze, beziehungsweise die ihr hier im Hintergrund ja auch sehen könnt, die ist ein bisschen geräumiger und das finde ich ist natürlich viel besser als beim Miltec-Modell, weil die passt da viel einfacher rein und man muss nicht immer erst den halben Rucksack ausräumen, um die Isomatte reinstecken zu können, wenn man die rausgenommen hat, weil man sich mal eben schnell draufsitzen wollte im Wald. Das geht viel einfacher so und ja, die Tasche ist auch nicht so weit hochgezogen, die sitzt ein bisschen tiefer. Hier nochmal zum Vergleich,
das Modell Miltec. Miltec, Entschuldigung. Ich sag doch Miltec. Böse. Böser Ben. Ihr seht, hier geht die quasi bis direkt unter das Dach. Und ja, wirkt auch irgendwie, weiß nicht, Miltec eben. Ja, finde ich irgendwie so schöner. Und wir haben natürlich den tollen Aufkleber, den alle Original-Bundeswehr-Artikel haben, wo dann auch eine Seriennummer draufsteht, an dem man gut erkennen kann, dass es sich halt eben um Original-Bundeswehr-Ware handelt. Ich freue mich, ich finde den Rucksack toll. Vom Gewicht her ist er sogar noch mal einen Ticken leichter als das Miltec-Ding, weil der halt eben hier, ne, das wiegt extra. Das wiegt auch extra und das am Deckel wiegt auch noch mal extra. Das ist sehr dickes Material, das ist schwer. Außerdem, die Baumwolle kann sich mit Wasser vollsaugen, dann wiegt der ganze Rucksack auch noch mal mehr. Also hier ist alt besser, finde ich definitiv, mit Ausnahme der Schnallen. Und ich gucke halt noch, inwiefern ich die Schnallen unter Umständen noch modernisiert bekomme. Da muss ich einfach mal im Internet noch mal ein bisschen suchen, was es denn da noch an Schnallen zu kaufen gibt, was man da machen kann. Vielleicht auch mal in irgendwelchen Foren nachlesen. Aber ich habe ja auch tolle Zuschauer auf YouTube und vielleicht kann mir ja der eine oder andere von euch ja mal einen kleinen Tipp geben, wie man denn hier am blödesten bessere Schnallen dran bekommt, weil die hier kriege ich ja nicht ab, ohne dass ich das wirklich aufschneide und dann wieder zusammennähe. Und da habe ich halt Angst, das bekomme ich per Hand, ich habe keine Nähmaschine, niemals so fest zusammen, wie das jetzt vom Ding her halt eben ist. Das Zeug ist ja wirklich bekanntlich Stativ stehen lassen und zerstörbar. Geht gar nichts. Das kriegst du nicht kaputt. Also nicht ohne Werkzeug. Jo, genau. Und was mich halt eben auch beim Miltec-Ding bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass da halt eben dieses Ding hier nicht so wirklich super toll solide befestigt ist, beziehungsweise nach 2 Jahren im Einsatz durch mich schon nicht mehr so gut aussieht, wie bei diesem gebrauchten Modell, das, was weiß ich, wie viele Menschen durch die Gegend getragen haben. Hier schon wieder, sieht nicht so gut aus. Hier steht eine Naht ab. Irgendwo, ja, hier drüben beginnt es ganz leicht einzureißen. Also nochmal direkt im Vergleich. Perfekt, perfekt. Andere Seite. Sieht man überhaupt nichts. Sieht man auch überhaupt nichts. Also, es ist ja hier noch nicht jetzt wirklich richtig instabil, aber wenn man bedenkt, dass dieses Ding, was weiß ich, wie alt ist und gebraucht, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Rucksack. Update, Downgrade? Schwierig. Find den toll. Die Handschuhe sind übrigens auch neu. Und dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Da spricht jetzt wirklich nichts mehr gegen den Rucksack. Beim Miltec-Ding hat mich eben gestört, der ist von Miltec und er zeigt erste Verschleißerscheinungen nach 2 Jahren. Den hier hoffe ich wirklich auch in 2 Jahren weiterhin uneingeschränkt empfehlen zu können, so als Alltagswaldrucksack. In Verbindung mit einer Bundeswehr-Isomatte als Rückenstütze, so jetzt hier in seinem Lava-Zustand, würde ich ihn jetzt auf jeden Fall nicht so gerne tragen, sagen wir es mal so. Also für längere Unterfangen ist es doch mit Isomatte drin erheblich komfortabler und die ist sowieso ein Ausrüstungsgegenstand, den man im Wald immer gebrauchen kann. Gut, gut, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.